In Großbritannien wird heute ein neues Parlament gewählt. Die Wahllokale sind vom frühen Morgen bis in den späten Abend geöffnet. Laut aktuellen Umfragen müssen die Konservativen unter Premierminister Sunak mit einer herben Niederlage rechnen. Die oppositionelle Labour-Partei wiederum steht demnach vor einem historischen Sieg. Parteichef Starmer könnte dann schon morgen als neuer Premier mit der Regierungsbildung beauftragt werden. Energiegeladen im Wahlkampf-Endspurt. So zeigt sich Premier Rishi Sunak gestern in einer Grundschule in Südengland. In Umfragen liegen er und die konservativen Tories rund 20 Prozentpunkte zurück. Am Abend warnt er erneut vor einer Labour-Supermehrheit. Das ist eine Tory-eigene Wortschöpfung. Wir haben nur einen Tag, um Großbritannien vor den Gefahren einer Labour-Regierung zu retten, die eine Supermehrheit nutzen würde, um die Steuern für alle um tausende Pfund zu erhöhen, das Land nach links zu rücken und absolut nichts gegen illegale Einwanderung zu tun. Dass er flächendeckend Steuern erhöhen will, Labour-Chef Keir Starmer weist das stets als Lüge zurück. Der 61-jährige Jurist hat seine Partei von weit links zurück in die politische Mitte geholt. Change, Wandel heißt das Motto. Aber im Wahlkampf hat Labour wenig konkrete Pläne vorgestellt. Zum Abschluss kritisiert Starmer die Bilanz der Konservativen. Entweder geht es weiter mit dem Chaos, mit der Spaltung und dem Versagen, das wir 14 lange Jahre gesehen haben. Oder wir können jetzt ein neues Kapitel aufschlagen und anfangen, das Land zu erneuern. Obwohl Starmer auf dem besten Weg ist, Premierminister zu werden, begeistern kann er die breite Wählerschaft nicht. Auch das zeigen Umfragen. Labour wird als akzeptable Alternative gesehen, vor allem vor dem Hintergrund der Enttäuschung mit der jetzigen Regierung. Aber das bedeutet nicht, dass die Menschen enthusiastisch sind über das, was Labour anbietet. Erst dreimal ist es Labour seit 1945 gelungen, eine konservative Regierung abzulösen und würde jetzt ein von der Politik desillusioniertes Land übernehmen. Und wir fragen nach bei Annette Dittert in London. Wenn man also Umfragen Glauben schenkt, dann könnte es nun das Aus für die konservativen Tories nach 14 Jahren an der Macht heißen. Und wir haben ein paar Gründe dafür zwar schon im Beitrag gehört, aber was würden Sie sagen? Woran liegt das? Naja, das sieht wirklich so aus, als ob das hier heute ein vielleicht sogar erdrutschartiger Sieg wird. Viele Umfragen gehen davon aus, dass das womöglich sogar ein größerer Sieg werden könnte als der von Tony Blair in 1997. Und das wäre dann wirklich das Ende einer Ära, das Ende dieser Tory-Ära nach 14 Jahren. Und das hat hauptsächlich damit zu tun, dass diese Partei hier heute krachend abgewählt wird, dass es den Briten eben und den Britinnen deutlich schlechter geht als vor 14 Jahren in Umfragen. Sagen 70%, dass sie massiv unzufrieden sind mit dem, was hier in den letzten Jahren passiert ist. Und das hat zum einen zu tun mit der sehr harten Sparpolitik, die schon David Cameron eingeführt hatte damals. Und dann natürlich auch mit dem Brexit, wo ja viele Versprechen gemacht wurden, nicht zuletzt von Boris Johnson, von denen keins gehalten wurden. Und dafür werden die Tories hier heute aller Voraussicht nach eine deutliche Quittung bekommen. Und nun ist die Rede davon, dass der oppositionelle Starmer von der sozialdemokratischen Labour-Partei bald in die Downing Street einziehen könnte, schon morgen. Wofür steht denn die Labour-Partei? Also das ist erstmal eine sozialdemokratische Mitte-Links-Partei und Starmer hat die Partei viel weiter in die Mitte zurückgeschoben. Sie war ja unter Jeremy Corbyn damals nicht erfolgreich, sehr weit nach links gerückt. Das hat er rückgängig gemacht. In den letzten zwei Jahren sehr erfolgreich. Das ist jetzt eine Partei, die diszipliniert hinter ihm steht. Sein Motto Change, Wandel, hat dennoch wenig Briten und Britinnen so richtig begeistern können. Denn Starmer hat insgesamt einen sehr defensiven Wahlkampf geführt, weil er von Anfang an so weit vorne lag, dass er sich aus allen kontroversen Themen versucht hat, rauszuhalten. Auch beim Brexit hat er ganz klar gesagt, dass er den nicht rückabwickeln will, obwohl ein Großteil seiner Labour-Wähler das gerne möchte. Das heißt, auch da hat er wenig Begeisterung auslösen können. Aber er wollte eben auch die mitnehmen, die damals für den Brexit gestimmt hat, weil alles für ihn jetzt darum geht, die Macht zu übernehmen, weil er sonst nichts ändern kann. Und viele Labour-Wähler sagen auch, hoffentlich ändert der dann seine Meinung nochmal, wenn er wieder im Amt ist. Aber ich glaube nicht, dass er das tun wird. Es wird ein langsames
es sich Zurückbewegen auf Europa geben, aber keine drastischen Schritte. Und gleichzeitig hat er auch deutlich gemacht, dass eben kein Geld mehr da ist nach diesen letzten Jahren und dass die Staatskassen leer sind und dass diese ganze Herkulesaufgabe, die britische Wirtschaft zu reparieren, die öffentlichen Dienste zu reparieren, dass das eben ein schwieriger, langer Weg ist. Und er hat da eben auch gar nicht versucht, Begeisterung zu erwecken, sondern gesagt, das wird eine harte Zeit, aber wir müssen sie gehen, und das scheinen die Briten mitgehen zu wollen. Aber wie gesagt, das macht ihn nicht zum strahlenden Hoffnungsträger, sondern irgendwie zu sowas wie einer vernünftigeren Alternative, zu einer Rückkehr zur Normalität, die Briten und Britinnen jetzt wollen. Sie haben soeben von einem möglichen Erdrutschsieg gesprochen. Wie historisch wäre dieses Ergebnis? Welche Bedeutung hätte das? Naja, wenn es wirklich so kommt, wie viele Umfragen sagen, dann fährt Labour das beste Ergebnis seiner Geschichte ein, während gleichzeitig die Konservativen, die Tories, das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte einfahren. Es kann sogar sein, dass sie unter 100 Abgeordnetensitze kommen. Und das wäre, das sagen die Tories selber, das käme einer politischen Auslöschung gleich. Und die große Frage wird dann auch sein, wie sich die Tories, wie sich diese konservative Partei, die ja mal einstmal die mächtigste und einflussreichste konservative Partei Europas war, wie die sich dann in der Opposition wieder neu sortiert, ob die ganz nach rechts in den rechtspopulistischen Raum abrutscht, wo sie ja auch schon sich hinbewegt hat, oder ob die sich noch mal neu finden. Im Moment sieht es eher so aus, als ob sie noch weiter in Richtung rechts außen rutschen in der Opposition. Aber das muss man dann abwarten. Das würde auch Keir Starmer das Leben nicht leichter machen, wenn die Tories in der Opposition jetzt quasi implodieren und das auch dann das Alltagsgeschäft von ihm erheblich noch mal weiter stören könnte. Ja, und was bedeutet das jetzt für die Tory-Partei? Ja, das muss man dann eben gucken. Also es sieht im Moment so aus, es gibt jetzt schon die ersten Stimmen von möglichen Nachfolgern, obwohl die Wahllokale noch gar nicht geschlossen haben, die sich dafür bewerben wollen, für die Nachfolge Sunaks. Die kommen eben, wie gesagt, eher aus dem ganz rechten, vom ganz rechten Rand. Ich glaube persönlich, dass das erstmal so kommen wird, dass die sich noch weiter nach rechts bewegen und damit eben auch die rechte Mitte komplett unbesetzt ist, was nicht gut ist für eine Demokratie. Und dass es eine ganze Weile dauern wird, bis die sich wieder besinnen auf die rechte Mitte, wo eben auch nur Wahlen gewonnen werden können in Großbritannien. Insofern, auch da wird es sehr unruhig werden nach dieser Wahl, und das wird Keir Starmer das Regieren, glaube ich, nicht leichter machen, zumal eben auch ein Großteil der britischen Presse immer noch die Tories auch unterstützt. Und wenn da eben ständig so ein rechtspopulistisches Feuer von rechts außen kommt, anstatt einer konstruktiven Opposition, dann wird das diese schwierige Aufgabe, die Keir Starmer vor sich hat, noch weiter erschweren. Also den Briten stehen harte Zeiten bevor, auch wenn das hier ein Aufbruch in eine normalere demokratische Zeit werden wird, wenn Keir Starmer hier heute Abend gewinnt. Morgen wissen wir auf jeden Fall mehr, und die ersten Prognosen gibt es schon heute Abend. Vielen Dank, Annette Dittert, nach London. Bitteschön.